Es war einer der schönsten Herbsttage bislang, als 20 unserer Zuschauer und Zuschauerinnen mit uns auf Erkundungstour gegangen sind bei unserem Landesschau Rheinland-Pfalz Erlebnistag. Endlich, nach langer Corona-Pause, war es wieder möglich. Und so eroberten sie quer durch Wiesen und Wälder den Wetterlehrpfad in Schönborn im Rheinlandkreis. Und mit dabei war der Erfinder dieses Lehrpfades und natürlich auch unser Wetterreporter Markus Bund. Aus der Pfalz, der Eifel oder auch der Rhein-Neckar-Region sind sie angereist, um beim Landesschau-Erlebnistag dabei zu sein. 20 Landesschau-Zuschauer wollen den Wetterlehrpfad in Schönborn im Rheinland-Kreis entdecken. Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass Sie alle dabei sind. Und ich denke, vom Wetter her können wir es nicht besser haben, oder? Gehen wir los und auf geht's. Zu den Lunchpaketen. Denn hungrig wollen wir unsere Teilnehmer nicht auf den 9 Kilometer langen Wetterlehrpfad schicken. An 10 Stationen erklärt Wetterreporter Markus Bund Naturphänomene und wie unser Wetter entsteht. Und das mit vollem Körpereinsatz. Wenn ich der Baum bin und der Wind kommt von da und dann beuge ich mich so, geht der Wind, drückt mich so rüber. Dann kommen die Speckfalten raus und hier auf der Seite streckt sich das Ganze. Das ist das Zugholz. Das genau. Zugholz. Und das sehen wir hier unten, weil hier die Jahresringe dann weiter sind und hier sind sie enger, weil der Baum sich so neigt. So ist es. Ja? Genau. An der nächsten Station heißt es Natur hören, spüren, fühlen und einfach mal leise sein. In der Wildnispädagogik lernt man den sogenannten Sitport. So nennt sich das, wenn man in der Natur einen Platz aufsucht, den man im Jahresverlauf immer wieder für sich aufsucht. Und dann beobachtet man die Umgebung Bezug auf den Witterungsverlauf. Und dann kommt man im Herbst wieder hin und beobachtet, was sich da verändert hat. Wenn man so still steht, dann fängt man so an zu schwanken, wie so ein Baum, wo man seine Mitte so findet. So, das finde ich ganz interessant. Ich finde das gut, heute in der stressigen Zeit beruflich überhaupt mal im Wald zu sein und auch dann mal Ruhe einkehren zu lassen, langsam sich zu bewegen und auch alles zu genießen. Nach verdienter Entspannung wird's dann noch mal richtig sportlich. Hoch geht's auf den Ergenstein, einem kleinen Berg bei Schönborn auf knapp 420 Meter Höhe. Wetterreporter Markus Bund verewigt seine Wandergruppe im Gipfelbuch. Eine tolle Wanderung bei tollem Wetter und einer klasse Truppe. Bald gibt's Suppe. Viel Spaß gehabt, Markus Bund und Wandergruppe. Okay? Ja, super. Ja? Spontan noch mal ein bisschen Kultur kann ja nie schaden. Rundum ein gelungener Tag. Mir ist super gut gefallen und ja, schöne, nette Gegend und auch super Menschen. Auch was gelernt, ja, über Gewitter, über Wolken, über Regen. Und Paul würde am liebsten noch ein bisschen weiter rennen. Der Rest ist aber platt. Deswegen heißt es jetzt einfach nur genießen. Der Wetterlehrpfad bei Schönborn ist für jeden geöffnet. Und an verschiedenen Stationen wird auch erklärt, wie man mit Hilfe von Pflanzen und Tieren das Wetter voraussagen kann.